Hallo, 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 weiter geht es mit Pokémon Smaragd. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Hi Lars, hallo, hier ist Günther. Hallo Günther. Ich habe vor kurzem ein Tentacher gesehen, konnte es aber nicht fangen. Und dabei war ich so nah dran. Egal, wir später mal. Oder Günther, danke, Günther, dass du mal anrufst. Ich wollte auch gerne was klären. Und zwar, ich habe so einen kleinen verpeilten Part aufgenommen, der war richtig verpeilt, weil ich todesmüde war. Und habe ich nicht genommen. Habe ein paar Stunden geschlafen, jetzt nehme ich den nächsten auf. Aber mir ist aufgefallen, irgendwo hat er dazwischen drin gespeichert. Das bedeutet, wir haben einen Kampf verpasst. Beziehungsweise, wir haben einen Kampf jetzt überspringen. Gegen Team Aqua. Und zwar gegen zwei Gegner von Team Aqua. Und der Boss kam auch noch rein. Er dachte sich so, Juro, was geht denn ab hier? Wir waren nämlich, ich lass mich doch nicht lügen, wo waren wir drin? Wir waren hier unten drin. Ich zeige es mal eben schnell noch. Tut mir leid, dass wir jetzt kurz was geskippt haben. Das sind so knapp 5 Minuten gewesen, diese Kämpfe. Waren halt easy going und willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50. Aha. Ich zeige es euch nochmal, deswegen kaufe ich das nochmal. Und zwar war das hier im Ozeanmuseum. Da waren wir ja drin. Hier letztes Mal, hier war dieser Typ, wo wir die Ware abgegeben haben. Dieser Brick war das, glaube ich, genau. Und dann kam Team Aqua, wir möchten alle Geheimnisse haben, wir möchten Schwänze lutschen, wir möchten irgendwie kleine Kinder vergewaltigen. Und dann wollte er gegen uns kämpfen, kamen zwei von Team Aqua, später noch der Boss. Habe ich alle besiegt und ich habe mit Honey auf jeden Fall richtig aufgeräumt. Hier sieht man, der ist Stufe 18 geworden und ich habe etwas gemacht, Leute. Bevor ihr jetzt total durchdreht, Moment, schaut mal auch die Attacken an. Und zwar hat er Stahlflügel bekommen. Stahlflügel. Stahlflügel hat er bekommen für den Schnabel. Hat er verlernt, einen Schnabel hat er für den Stahlflügel. Wurde mir so vorgeschlagen und zwar war es ein TM. Haben viele vorgeschlagen, zum Beispiel der Gorgi ja auch, der ja noch hier Level... Gorgi hat es mir vorgeschlagen, mit Level 17. Der Lowste, beziehungsweise das Lowste Pokémon, deswegen tauschen wir den eben hier mit dem Honey. Also habe ich das gemacht, es tut mir leid, wirklich, ich wusste nicht, dass irgendwann abspeichert da drin. Dann bin ich, glaube ich, noch planlos durch die Gegend gelaufen. Jetzt habe ich 50 Pokédollar für nichts ausgegeben. Ja, dankeschön. Dankeschön, liebes Spiel. Ja, dann bin ich planlos durch die Gegend gelaufen. Und habe einfach nochmal alles nachgeschaut, was hier so abging. Weil ich schon längere Zeit nicht mehr Pokémon gespielt hatte. Beziehungsweise gar nicht mehr wusste, was hier abgeht. Ich hoffe mal, ich habe jetzt wirklich keine Stadt vergessen. Wenn ja, wäre es ein bisschen blöd und ihr dürft mich echt vergenussferkeln. Hier war ich schon. Ach, dann kam dieser komische. Dieser Scott Malkinson kam dann noch. Scott Malkinson meinte, der alte Scott mit der Sonnenbrille. Ja, ich verfolge dich immer. Bla bla blub. Blubbelditel blub. Und dann sind wir halt los. Und dann bin ich jetzt hier rein und wollte gerne hier oben. Habe ich schon mit denen geredet? Oh, ich bin fix und fertig. Ich komme aus Melvenfrost City. Diese Stadt ist vielleicht groß. Riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Du alter Fettsack, du kannst Bewegung gebrauchen, du alter dicker, fetter Jude. Hafen Graphitport City. Okay, die Fähre MS Tide. Wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird so bald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. Sehr gut. Waren wir schon in der Werft drin? Ich glaube nämlich schon, ja. Ne, oder waren wir hier noch nicht? Ah, kann ich die reinschmeißen? Darf ich die reinschmeißen? Verzeihung, du suchst nach einem Schiff. Oh, das tut mir leid, aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung. Na toll. Eine Reise zum Meeresboden. Ach genau, dieser Brick wollte zum Meeresboden reisen. Ich frag mich, wie es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch mal so tief unter Wasser reisen. Ja. Ich wäre gerne mit Captain Brick. Das ist so. Auf die Expedition zum Meeresboden gegangen, aber das U-Boot ist zu klein für mich. Ich bin so dick, ich will noch einen Stickers. Ich könnte mich hier reinquetschen, aber dann hätte der Kapitän keinen Platz mehr. Ich bin so fett, ich bin so stolz drauf. Komme ich hier drum nicht mal? Toll! Ich möchte dich gerne reinschubsen. Ich hoffe, du hast durchsichtige Kleidung. Komplett bitte nur in weiß. Da komme ich auch nicht rüber. Das bedeutet, das Schiff wird noch gebaut. Dann gehen wir einfach mal hier rein und werden hier rein. Genau. Kampfcamp Graphitport City. Oder Graphitport City, Entschuldigung. Finde es das ultimative Pokémon. Ich werde das ultimative Pokémon finden. Der hat wohl hier irgendwie automatisch abgespeist. Tut mir leid. Ich habe sowas jetzt verpasst haben. Es tut mir leid. Wir haben alles verpasst. Wäre es nicht schön, wenn Sie eine größere Auswahl hätten? Ja, das wäre nicht schlecht, Herr Specht. Ich mag eigentlich keine Käfer-Pokémon, aber vielleicht sollte ich zur Abwechslung doch welche fangen. Wer weiß, vielleicht finde ich sie dann ja doch ganz nett. Ich bin eine Schwuchtel. Du kannst hier so viel kämpfen, wie du willst. Selbst wenn du keine starken Pokémon hast. Dankeschön. Mr. Seefahrer, was sagen Sie dazu? Mr. Seefahrer? Das ist die TM41, weißt du? Hey, das ist Folterknecht. Sag ich dir, der Gegner wird so daran gehindert, eine Attacke zum Hintereinander auszuführen. Aber nun, hör mir gut zu, ich würde nie Folterknecht gegen dich einsetzen. Genau, haben wir nämlich auch bekommen von denen hier, Folterknecht, die geilste TM, wir können damit Leute vergenussferkeln. Die Regeln des Wechselkampfes hängen öffentlich aus. Wähle bitte ein Themengebiet. Gar keins.
So, wir können hier in diesen Camp reingehen. Willkommen im Kampfcamp von Griffith Port City. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Möchtest du am Wechselkampfturnier teilnehmen? Ja, zum Kampf fordern. Informationen dazu. Hier im Kampfcamp von Griffith Port City halten wir Wechselkampfturniere ab, die mit Leih-Pokémon ausgetragen werden. Als erstes leihst du dir 3 Pokémon. Mit diesen kannst du an einem Einzelkampf teilnehmen. Gewinnst du, darfst du ein Leih-Pokémon tauschen. Wiederhol diese Folge von Siegen und Tausch. Gewinnst du 3-mal in Folge, erhältst du einen Preis. Wenn du die Herausforderung abbrechen willst, speichere dein Spiel. Genau. Wenn du ohne zu speichern abbrichst, wirst du disqualifiziert. Möchtest du am Kampf teilnehmen? Ja, warum denn nicht? Wir testen es mal. Bevor du dich der Herausforderung stellst, speichere dein Spiel. Okay, das war nämlich der Ding, den haben wir gespeichert und deswegen war es auch so, ne? Wisst ihr Bescheid. Entschuldigung, dass wir halt einiges verpasst haben. Aber nur ein Kampf gegen Team Aqua, der auch von Team Magma geredet wurde, Konkurrenz. Bitte hier entlang, weil Team Magma ist scheinbar die Konkurrenz von Team Aqua. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Dann kannst du dir aus einer Zahl von Pokémon ein paar ausleihen. Ja, yeah, ich kann jetzt Pokémon ausleihen. So, wir haben jetzt die Pokémon wählen, dann erstes Pokémon. Wir haben eine Eichelnuss, sehr gut. Eichelnuss, Reißzahn, Fisch, das ist Fisch, ist Schwalbini, haben wir ja schon hier. Beziehungsweise nicht Schwalbini, hier Carpador, Schwalbini, Weilmer und Warblude. Nehme ich auf jeden Fall mal die altbekannten, Schwalbini, Fisch, Carpador ist echt kacke. Nehmen wir den einfach mal. Oder wir nehmen erstmal einen Schwalbini, auf jeden Fall eine gute Wahl. Obwohl, was haben wir denn noch hier? Das ist ein Carpador, logisch. Das ist eine... Oh, die sieht cool aus. Das ist die Nuss, die ich allgemein hasse. Ich hasse Nüsse. Das ist ein Medizinball aufgepumpt, aka Fisch. Der sieht auch cool aus. Nehmen wir doch unseren Schwalbini. Ne, wir nehmen die Schlange. Mich die Schlange. Vergleich. Bericht. Achso, Verleih, okay. Yay, hey, wir haben die Ding mitgenommen. Wähle das zweite Pokémon. Das wäre natürlich Schwalbini. Und das dritte Pokémon müssen wir auf jeden Fall klug wählen. Wir haben schon einen Flug. Wir haben ein Gift-Pokémon, soweit ich weiß. Dann empfehlen uns am besten noch ein Wasser, ist es, glaube ich. Nehmen wir dies einfach mit. Können wir da reinschauen? Typ Wasser, ja. Typ Wasser, Walzer, Heuler. Whirlpool, sehr coole Attacke auf jeden Fall. Nehmen wir den mit. Okay, das passt. Der sieht eh allgemein hässlich aus. Wir wollen eh hässliche Pokémon. Ja, ich nehme diese 3 Pokémon. Los, bitte hier entlang. Yay, jetzt machen wir irgendeinen so komischen Kampf. Wenn wir gewinnen, sind wir voll geil. Wir kämpfen gegen ein kleines Pisschen. Yeah, großartig, der Whirlpool, nicht wahr? Ich spritze dich gleich voll, Alter. Oh, neue Effekte, 3 Pokébälle. Wir kommen. Er hat auch 3 Pokémon, aber alles klar. Kampf, yeah. Oh. Level 3 sind die schon. Wickel, Dunkelnebel, Giftschweif und Angeberei. Nehmen wir den Dunkelnebel, Typ Eis. Typ Normal, Typ Gift. Auf jeden Fall erstmal drauf. Ein Blubberstrahl, der blubbert mich weg, der alte Dreckige. Ob wir Tränke einsetzen können, weiß ich auch nicht. Ja, das macht schon etwas Damage. Aber es ist auf jeden Fall cool, sowas mal einzubauen. Gab es das vorher auch. Auf jeden Fall ist das cool. Vergiftet. Yeah, das ist nicht sehr effektiv. Na toll. Was mit einer Eisattacke, ist die effektiv? Barriere. Tut er das jetzt reflektieren? Reflektiert er jetzt irgendwas? Hoffen wir nicht. Dunkelnebel. Was? Alle Ansaugsachen? Was stand da gerade? Nimm mal einen Wickel nochmal am Start hier. Blubberstrahl. Habe ich gerade irgendwie die Vergiftung aufgehoben? Wenn ja, bin ich ziemlich doof. Okay, setz Wickel ein. Ja, ein Volltreffer sogar. Wudu und Wickel, was bedeutet das? Macht noch mehr Damage oder was? Ey, wie cool ist das Pokémon bitte? Was ist für coole Attacken kann? Das gefällt mir. Mein nochmal ein Wickel auf jeden Fall. Säure. Wir sind vergiftet oder was? Oh, war ein Volltreffer, blöd. Das ist nicht sehr effektiv. Sehr schön. Setzt Wickel ein. Oh, geht daneben, verdammte Scheiße. Ich muss ihn bitte jetzt wickeln und er muss treffen. Was macht der? Der alte Schrei hier? Nichts. Sing stark. Lass bitte treffen. Ja, bitte verrecke. Nein. So knapp. Gibt's noch eine Wickel und dann bitte. Nein, mach noch einen Blubberstrahl. Das ist ein Volltreffer. Was verrecken wir elendig? Wie ein Schnitzel. Wie ein. Oh, sehr gut. Sehr, sehr schön. Mr. Viper, du hast es geschafft. Ich möchte dich gerne so lange noch draußen halten, bis du verreckst wie eine elendige. Okay, setz den. Was ist das denn für ein Ding? Alter Schwede, das ist der Nussknacker. Der tritt dich voll in die Eier.
Der sieht aus, als wäre Eis da sehr effektiv gegen den. Ich teste es mal eben. Ist der Dunkelnebel effektiv gegen den? Er ist als Ratung Statuseffekte wurden entfernt. Okay. Ach, mehr macht das nicht, als alle Statuseffekte entfernen. Das wusste ich nicht. Ich vergifte das mal, wenn es geht. Ich hoffe, ich kann ihn vergiften. Oh, ein Volltreffer. Sehr schön. Das ist nicht sehr effektiv und trotzdem so viel Schaden abgezogen. Body Slam. Aua, ich glaube, der ist down. Ah, ja, ja, er ist down. Okay, er ist down. Aber nochmal 50% abgezogen. Also, er ist jetzt auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon. Ich glaube nämlich, das ist ein. Das sieht zumindest wie ein Gestein-Pokémon aus. Tut mir leid. Obwohl, es sieht nicht aus wie ein normales Pokémon. Aber wir werden auf jeden Fall dieses komische Viecher einsetzen. Und jetzt in den Whirlpool ein. Fluch. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Alles klärchen. Whirlpool. Hoffe sehr effektiv. Bitte, bitte, bitte. Das ist sehr effektiv und zieht nur so wenig ab. Ist vom Strudel gefangen. Er schlug viel. Ey, ich finde das richtig cool, dass jede Attacke noch so eine Special-Attacke hat. Das ist richtig cool gemacht auf jeden Fall. Ein Walzer bringt, glaube ich, nicht viel bei dem. Walzer ist Gestein? What the fuck? Alter, die Pokémon haben auch allgemein sehr viele Attacken von sehr unterschiedlichen Typen. Ist mir auch so nie aufgefallen. Das gab es vorher auch nicht. Also man muss auf jeden Fall viel mehr darauf achten bei den Kämpfen, wie sonst immer. Sonst hätte man Wasser gewinnt gegen Feuer und was weiß ich, so und so und so. Da war immer die gleiche Reihenfolge. Hier wechseln wir mal. Und zwar auf unser Schwalbini, weil ich glaube, das ist Pflanze ist ja, war ja effektiv gegen Wasser. Oder lass mich doch nicht lügen, ich glaube nämlich schon. Jo, Schwalbini. Absorber. Okay, wie macht das denn Damage? Wir haben ja Noxy. Noxy, ja, ist nichts effektiv. Wusste ich natürlich. Die perfekte Wahl getroffen. Da ist gar kein Ding für mich. Aeroass, what? Okay. Was sind das für Attacken? Ja, warum denn nicht? Kein Problem, Honey. Schwalbini natürlich. Ja, ich habe ihn besiegt. Sehr gut. So, vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Da-da-dam. Jetzt haben wir den ersten Kampf quasi fertig. Jetzt kommen drei, ne? Beziehungsweise nochmal zwei. Weiter. Nein. Bitte hier entlang. Ja, los, weiter geht's. Ich will wieder kämpfen. Was ist das denn hier schon wieder? Ich will jetzt ein Ei genießen. Alter, ist der schwul, der gerne ein Eier lutschen, oder wie? Alter, ist das eine Schwuchtel. Ich glaube, wer kommt denn jetzt hier? Oh, der sieht schon ein bisschen böse aus. Der hat grüne Haare. Das sieht wie ein Pflanzen-Pokémon aus. Los, wickel! Ich wickel dich ein! Erstauner. Okay. Was war Angeberei gleich nochmal? Haha, ich schlug fehl der Mogelhieb. Okay, wurde verwirrt, sehr schön. Und dann würde ich sagen, wechseln wir unser Pokémon. Das sieht aus wie ein Pflanzen-Pokémon. Ich kenne die alle nicht, deswegen setze ich jetzt wieder Schwalbini ein. Fällt wieder den dann ja wieder One-Hit wie das andere Pflanzen-Pokémon. Er ist verwirrt und dann hoffentlich trifft er nicht. Dann ist verwirrt. Haut er sich selber in die Fresse? Hat natürlich keine Entwicklung. Wusste ich das wahrscheinlich. Aeroass. Was auch immer für eine Attacke ist. Sie macht sehr viel Damage und sie klatscht diesen komischen Affen, um der einfach mal ein Blatt auf den Kopf hat. Warum denn nicht? Der Lombero oder so. Schwalbini, okay, wer ist das jetzt? Oh Gott. Schwalboss. Oh, die Weiterentwicklung, glaube ich. Dann würde ich sagen, setzen wir ein Aeroass an. Er macht einen Heuler, alles klar, ich gar kein Problem. Schwalbini gegen Schwalboss. Wissen wir, wie Schwalbini sich weiterentwickelt? Okay, das ist natürlich blöd. Wir wechseln unser Pokémon und gehen auf die Schlange zurück. Komm zurück, Schwalbini. Los. Mr. Schlangenboy. Aua, ein Schnabel in mein Gesicht. Gibt's einen Wickel erstmal? Noch ein Schnabel? Aua. Okay, wurde umwickelt, sehr gut. Wurde verletzt, aber irgendwie macht das kein Damage. Wir machen vielleicht nochmal den Giftschweiß hier. Superschall. Aua, aua, macht das Damage? Nein, das verwirrt mich natürlich. Natürlich verwirrt mich das, selbstverständlich. Oh, Schwalboss ist ein krasser Gegner. Schwalboss ist ein krasser Gegner. Vergiftung, jawohl, sehr schön. Beziehungsweise draufgenatscht, ja. Ja, ist ja gut. Wurde durch Wickel verletzt. Ich würde sagen, nochmal ein Giftschwall, wenn ich schaffe. Jetzt ein Heiler, einen sehr, sehr guten. Ein Heuler, Entschuldigung, nicht ein Heiler. Ein Heuler, dadurch ist verwirrt und. Trifft er? Nein. Doch, sehr gut. Oh yeah. Er wurde von der Wickel befreit. Dann gibt es eine neue Wickel. Wieder ein Heuler, sehr geil. Da kann er kein Damage machen.
Und ist immer noch verwirrt. Bitte Treff machen, Wickler. Oh, oh, oh. Es hat sich von der Verwirrung gelöst. Na toll. Jetzt aber. Komm, Wickel. Nicht der Schnabel. Oh, sehr. Nein. Nein, nein. Das ist böse. Es reicht nicht. Es wird nicht reichen. Oh, bitte mach einen Heuler oder so ein Scheiß. Bitte. Nein, Schnabel. Weg, Schnabel. Muss ich schnell auf jeden Fall dann Schwalbini rausholen, weil es ein schnelles Pokémon ist. Ich hoffe mal, es fängt dann an. Na gut, Schwalbus ist auch schnell, aber normal sind die Kleinen immer schneller. Also schnelle Attacke wie zum Beispiel das hier. Ja, Heuler ist auch okay. Alles klar, ich bin bei Bärchen Schwalbini. Ja, Aeroas, bumm, tot. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hab dich jetzt besiegt. Was, wer kommt denn jetzt noch? Bin ich aber gespannt. Was ist das denn für ein Ding? What the fuck? Ja, das ist natürlich sehr effektiv. Das wusste ich natürlich. Und somit haben wir das auch. Also, Schwalbini ist so ein gutes Pokémon. Honey, ich liebe dich. Das ist sehr effektiv. Sehr, sehr gut haben wir den auch unbesiegt. Und somit haben wir diesen Gegner, beziehungsweise das Ass besiegt. Schrecklich, einfach schrecklich. Das ist ja unglaublich hier. Vielen Dank für die Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Sehr schön. Ich habe natürlich die perfekte Wahl getroffen. Möchtest du vor dem Kampf ein Pokémon tauschen? Ja. Wir können doch eigentlich, Schwalbini, Schwäblein. Achso, kann ich jetzt... Moment mal. Kann ich jetzt Schwalbini quasi... wechseln mit wen? Mit Schwalboss oder wie? Das ist natürlich die kluge Wahl, ne? Die Weiterentwicklung damit zu tauschen. Ich hoffe mal, das ist soweit in Ordnung. Vielen Dank, bla bla bla. Bitte hier entlang alles klärchen. Ich denke mal, Schwalboss ist normalerweise besser. Oder ist die Weiterentwicklung ist normalerweise immer besser. Der Konfusstrahl als Attacke ist perfekt. Du alte Brillenschlange. Ich trete gleich voll ins Gesicht, du altes Nasenfahrrad. So, der nächste Kollege hier. Ach, was ist das denn für ein Käferboy oder was? Drei Stück. Ja, sieht so aus wie Käferboy. Ih, Gorki. Gorki kommt rausgespritzt. Los! Immer der Gorki. Das ist eine Wickel. Gibt's eine Wickel, Gorgi? Aua. Aua. Aua, aua, hä. Ist nicht ganz so geil. Wir müssen wechseln auf jeden Fall, ob wir sind normale Attacken. Ich mach nochmal ein Gift drauf. Ein Giftschweif. Und dann werde ich auf jeden Fall mich verpieseln. Oh, sehr gut. Oder auch nicht. Es schlug fehl. Sehr, sehr geil. Nice. Sehr schön. Und nochmal ein Giftschweiß fange ich an. Jawohl, das soll sein Tod sein. Bitte treff. Gorgi, auf Wiedersehen. Ich hab dich getötet. Sehr schöner Volltreffer. Sehr, sehr gut. Und somit das erste Pokémon schon mal wegvernascht, obwohl unsere komische Schlange hier noch genug hat. Oh Gott. Ein Zickzacks. Da gibt's auf jeden Fall erstmal auch ein Giftschweiß in your fucking face. Er fängt an. Charme. Er verführt mich. Du willst sogar eine Schlange im Popo haben, oder wie? Na, ist okay. Gibt's da noch eine Wickel hinterher? Ja, los, verführ mich doch, du kleine Bitch. Springt mir nicht, das sind zwei Kerle. Ich will deinen Schwanz nicht lutschen. Mein Wickel. Auch hat man jetzt nicht mehr so viel Damage. Beziehungsweise Wickel macht allgemein nie so viel Damage. Keine Ahnung. Sie ist irgendwie nicht so geil, die Attacke. Dann geben wir nochmal einen Giftschweif. Er macht ja nichts, ist ja voll lame. Das ist ja kein Wunder, dass wir hier gewinnen. Nicht so welche Gegner, wenn die gar keine Attacken machen, sondern nur irgendwie versuchen, Pokémon zu verführen, weil sie gerne Schlangen hier hinten drin haben. Bam, nochmal zugewickelt. Sehr, sehr gut, Leute. Es läuft gerade doch planmäßig. Ja, kann nicht mehr weiter gesenkt werden. Sehr geil, aber trotzdem gleich Attacken nochmal einsetzen. Die KI ist ziemlich schlau hier in diesem Spiel. So wie immer bei Pokémon. Oh, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, Leute. Das zweite Pokémon ist fast down. Dann haben wir noch zwei, beziehungsweise alle drei Pokémon übrig. Ja, versuch's nochmal, wie dumm das eigentlich einfach ist, ne? Dann sind alle drei Pokémon noch übrig und haben dann nur noch ein Pokémon, was wir besiegen müssen. Sehr geil. Und wir haben Schwalboss. Ja, bla bla bla. Oh, ein Flug-Pokémon. Das ist ja ziemlich blöde, wa? Gibt's eine Wickel von mir? Kreideschrei. Nein, doch, Kreideschrei. Ja, sing stark, alles klar. Gibt's einen Wickel? Hast es verdient. Kriegst eine Wickel. So. So. Erhöht seine Intelligenz. Er hat sehr gut. Intelligenz immer sehr gut. Und wechselt jetzt unser Pokémon. Haben wir eigentlich jetzt im Beutel? Okay, Items können nicht eingesetzt werden. Alles klar, wusste ich nicht. Hupsala, Entschuldigung. Wechseln jetzt nochmal auf unser Wasser-Pokémon. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall das wegklatschen. Gibt ein bisschen Whirlpool in your fucking face. Wir können nochmal diese Fragezeichen-Attacke machen. Lass auch mal diese Fragezeichen-Attacke macht. Yay, Kreideschrei. Diese Attacken, die kein Damage machen, sind immer sehr stark.
wenn man sie einmal einsetzt und nicht 12-mal. Mann. So, ich möchte jetzt gerne den Fluch machen. Was auch immer der Fluch macht. Zornklinge. Okay, er tut einfach alles buffen. Alles klar. Okay. Dann gibt es jetzt einen Whirlpool. Doppelteam. Oh no. Er hat sich verdoppelt. Er versucht es zumindest. Oh, ging daneben der Whirlpool. Na toll. Intelligenz erhöht, interessiert mich auch nicht. Jetzt bitte nochmal Doppelteam. Ja, das sind so unglaublich nervige Pokémon, die nur welche Statuseffekte können. Das ist so dermaßen kacke. Ja, ging wieder daneben. Ach, leck mir doch die Pfoten und die Eier. La la la, es ist so toll. Er macht nochmal Doppelteam. Gleich ist der, kann man ihn bestimmt nie wieder angreifen, weil alles auf Maximum hat. Ich spule mal gerade vor, weil es mir gerade echt auf Eier geht hier. Ich treffe ihn nicht mit dem scheiß Whirlpool. Pokémon wechseln. Komm, Schwalboss. Los, Schwalboss, du bist dran. Ja, setz Doppelteam ein, was denn sonst. Und Schwalboss sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Der sieht echt arrogant aus im Gesicht. Schwalboss sieht richtig arrogant aus. Super Schall, Energiefokus und gibt immer einen Schnabel hier. Ah, ist nicht sehr effektiv. Gibt einen Schnabel. Oh, ging dann. Oh, Leute. Oh, nein. Das wird so eine. Oh nein, das wird so unmenschlich lange gehen. Ich treffe mir keine Attacke. Los. Sehr geil. Ich habe getroffen. Das ist natürlich sehr effektiv. Natürlich ist das sehr effektiv. Denn normalerweise essen Vögel solche scheiß Bienen. Ey, Schwalboss sieht echt arrogant aus mit seinem Schnabel. Sehr gut, er ist down. Wunderbar. Hat alles geklappt, so wie es sollte. Das ist sehr effektiv, natürlich. Auf Wiedersehen. Tschüss, bye bye. Habe ich sie auch noch besiegt hier. Grrr, sorry. Herzlichen Glückwunsch, du hast 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Ich gebe dir nun deine Pokémon zurück. Ich werde deinen Erfolg speichern. Bitte warte einen Moment. Für deinen 3-fach-Sieg bekommst du von uns diesen Preis überreicht. Last gewinnt. Hyperheiler hat sich ja total gelohnt. Wir freuen uns auf deine nächste Herausforderung. Das heißt, wir können hier ganz viele Sachen bekommen. Vielleicht kann man hier auch irgendwelche Secret-Pokémon und Items bekommen, wie zum Beispiel so Meisterball. Ich glaube aber nicht. Könnt ihr gerne mal dazu reinschreiben, ob das möglich ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin der Lars und ich sage nur eins, ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal, bis morgen von Pokémon Smaragd. Entschuldigung für die 5 Minuten, die leider weg sind. Haust rein, bye bye und denkt an Daumen nach oben, weißt du Bescheid. Ne? Tschüss, auf Wiedersehen, bye bye. Tschüssi, nice.